Wer nicht folgt seinem Herzen, nur seinem Sinn und Verstand, hat oft sehr viel zu verschmerzen, viel mehr als bekannt. Der Kopf begehrt Klarheit, befreiend und weise, doch meist blind vor der Wahrheit, sie ist ihm oft zu leise. Das Leben scheint zu spielen, einen Streich oder zwei, dabei lehrt es dich zu fühlen, von allem Großen etwas dabei. Dein Weg hat dich hergebracht, der Zufall hat dir kein Sagen, erlangen sollst du wieder Macht, dein Leben in deinen Händen zu tragen. Hilfe wirst du erhalten hier, verborgen in vielen Schätzen, verschlüsselte Botschaften zu dir in komplizierten Sätzen. Doch tief im Inneren weißt du genau, öffne ich mich dieser Welt, bin ich ziemlich schlau. So kommt der Tag, an dem du verstehst, was gesagt und geraten war nur für den Weg, den du gehst. Nosce te ipsum, erkenne dich selbst. Geschrieben von Orakelria. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickelball von mir. Ich dachte, ich hatte das ja eine Zeit lang mal gemacht zum Monatsorakel, dass wir gucken, was der März für euch bringt, beziehungsweise einfach der nächste Monat. Also falls du das irgendwann siehst, ich werde das Video einfach, was bringt der nächste Monat. Weil manchmal fühlt man sich ja zu so einem Pickelball nicht hingezogen, aber einen Monat später vielleicht doch. Und dann ist genau die Botschaft für den Monat, der dann kommt. Ja, richtig. Also was kommt im nächsten Monat auf dich zu oder was steht vielleicht an? Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir diese gelbe Blume. Falls du irgendwas im Hintergrund rennen hörst, das sind Mimi und Mischka, die gerade die Zoomies haben. Also Pile Nummer 1. Pile Nummer 2 haben wir die lila Blume. Und Pile Nummer 3 die rosa-pinke Blume. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was das für welche sind. Sie sind einfach nur schön. Okay, meine Lieben. Okay, also die streiten hier im Hintergrund. Ich gebe euch die Auswahlmeditation, dass ihr in euch reinfühlen könnt. Und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pi wieder. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt die gelbe Blume gewählt und wir gucken mal, was bei euch... Okay. Ich hatte gerade noch dieses Gefühl, na, nicht, dass hier Liebe drin ist. Hier geht es um Liebe, also in jeglicher Form Selbstliebe, Liebe dem Leben gegenüber, Liebe Menschen gegenüber, Liebe einem Partner gegenüber. Ja, es kann mehrere Bedeutungen haben. Da sind vielleicht auch manche von euch, die schon waren wie... Wann kommt der Richtige? Kommt denn endlich der Richtige? Was könnte ich da mir herbeizaubern? Also ich habe schon das Gefühl, dass manche schon so Richtung Wahrsagerei gehen, so sich die Karten zu legen, zu pendeln, vielleicht jemand anderen zu fragen, auf Zeichen zu achten. Hier ist definitiv ein Wunsch nach Partnerschaft da. Und falls du sagst, nee, ich bin vergeben, dann bringt definitiv der März oder der nächste Monat frischen Wind in dein Leben. Weil wir haben ja den Neuanfang, wir haben den Frühling. Ja, wir haben, dass alles anfängt zu blühen, zu gedeihen. Es kann auch sein, dass die Liebe wieder neu aufflammt, mit der du, wo du sozusagen in der Beziehung bist. Was ich aber auch noch höre, ist, dass die sich extrem nach Selbstliebe sehnen und einfach bis jetzt es nicht geschafft haben, sich selbst gut zu behandeln oder gut über sich zu denken, es wird. Ja, ihr fangt an, neue Gedanken zu hegen, neue Energien zuzulassen, mehr Spaß in euer Leben zu integrieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Liebe zu euch selbst euch auch hellsichtiger macht. Also je mehr ihr euch ernst nehmt, je mehr ihr auf euch hört, je mehr ihr Rücksicht auf euch nehmt, ja. Und das hat aber auch mit Liebe zu einem Partner auch zu tun, weil wenn du auf dich achtest,
Erstens, du bist mehr im Einklang. Zweitens, du wirkst viel sympathischer. Selbst wenn du nicht sympathisch wirken willst, du wirkst viel sympathischer. Drittens, du wirst ungemein attraktiv. Also das ist etwas, ist jemand mit sich im Einklang und braucht niemanden. Gott, diese Menschen sind super attraktiv, egal ob Mann oder Frau oder wie auch immer, welches Geschlecht man angehören möchte. Es ist, dass man sich selbst wie gefunden hat und das ist so sexy und ich habe irgendwie das Gefühl, das kann in einer Beziehung stattfinden, dass man sich selbst findet und auf einmal wieder super attraktiv für sich selbst wird. Und ich meine nicht nur Attraktivität im sexuellen Sinne, sondern Attraktivität, dass man sich wohlfühlt, dass man ausgeglichen wirkt, dass man so eine Ausstrahlung hat von ich mag mich und egal was kommt, ich schaffe das. Und da ist so eine Energie, die man gerne irgendwie haben möchte. Also so, wisst ihr, so wie bei Pechmarie, die unbedingt von Goldmarie das Gold vom Kleid abkratzen wollte, weil sie es unbedingt haben wollte. Und so ungefähr seid ihr, seid wie so eine Goldmarie, die einfach so strahlt. Und das habe ich das Gefühl, und das ist jetzt egal, ob, ne, welchem Geschlecht ihr angehört, ihr findet zu euch. Ich habe das Gefühl, ihr findet zu euch. Das ist jetzt ein Beginn einer neuen Zeit. Ja, die Unsicherheit wird, glaube ich, abgebaut. Witzig, die Unsicherheit. Und dann haben wir die Sicherheit. Ja, Unsicherheit, was die Liebe angeht. Die Selbstliebe kann ich mich annehmen. Fühle ich mich gut mit mir selbst? Oder kriege ich das überhaupt hin? Und ja, kriegst du? Oh, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, oh, jetzt steht der Traummann vor der Tür. Das will ich gar nicht sagen. Weil ich immer nicht so viel davon halte, zu sagen, oh, der klingelt jetzt an der Tür und das war's. Ich halte auch nichts davon zu sagen, oh, wenn du Single bist, musst du in die Welt rausgehen und alles abklappern. Das habe ich nämlich auch schon gemacht in meinem Leben. Jede Party, jeden Club, alles Mögliche mitgemacht und die große Liebe nicht gefunden, weil sie nämlich dort nicht sich aufhält. Und manchmal denkt man, man muss unter Leute gehen, aber nicht immer ist unter Leuten auch genau die perfekte Person für einen. Also lasst euch da nichts einreden. Ihr müsst jetzt nicht aktiv werden und auf einmal rumwuseln und rummehren und aktiv sein. Und genauso auch in einer Beziehung. Man muss nicht immer 5000 Gespräche führen. Natürlich sind Gespräche wichtig, vor allem klärende Gespräche, wo man auch verletzlich sich zeigt und wo man auch über seine Bedürfnisse redet. Aber manchmal ist es auch so, dass man so einen Schub vom Universum bekommt. Wo man sich auf einmal viel mehr wohl mit sich fühlt und die Probleme, die vorher waren mit jemandem, wirken gar nicht mehr so, weil man nicht mehr so getriggert ist, weil man nicht mehr so empfindsam ist, weil man nicht mehr so voller Schmerz ist, weil das Stück für Stück wie abgebaut wurde und dadurch sind Kleinigkeiten, die einen vielleicht aufgeregt haben, nicht mehr so schlimm. Und ich rede hier nicht von toxischen Partnerschaften, wo du dich nicht aufregen sollst, das meine ich nicht, sondern manchmal hat man ja so eine gut geführte Beziehung. Und dann regen einen trotzdem ganz viele Sachen auf, wenn man denkt, ah, oh, wenn die nur weg wären, dann würde diese Beziehung besser laufen. Und ich habe das Gefühl, das regelt sich wie von selbst. Das ist etwas. Nicht zu schnell reden. Das ist etwas, was durch dich durchkommt und es fließt zum anderen über. Also es ist fast so wie, als ob du auch diese pure Energie, die durch dich durchfließt, auch weitergibst. Und alle die sagen, mit Partnerschaft habe ich gerade nichts am Hut, ich will meine Ruhe haben oder ich liebe mein Single-Leben genauso. Auch ihr werdet aus der Unsicherheit in die Sicherheit kommen und ihr werdet euch was aufbauen. Ihr werdet euch auch, habe ich das Gefühl, gefühlt auch so ein neues Leben aufbauen. Ich habe überlegt, dass ich einfach mal, weil ich habe hier so ein paar Würfel, die hat mir Eva geschenkt, dass ich die mal benutze, um mal zu gucken, vielleicht welches Haus, weil es sind so Astrologiewürfel, was für ein Haus hier aktiv ist und was für ein Zeichen. Und dann kriege ich noch ein paar Informationen extra. Also machen wir erstmal das Haus. Drittes Haus, also bei euch geht es um die Kommunikation, aber auch kurze Reisen, Zwillinge. Das können Geschwister sein, das könnten aber auch schriftliche Dinge sein, die du vielleicht zu erledigen hast. Vielleicht kann es aber auch die Kommunikation mit jemandem sein, Textnachrichten, in den Austausch gehen. Es kann sein, dass ihr anfangt, mit jemandem vielleicht zu schreiben, intensiver zu reden, vielleicht mal mehr zu schnattern, weil Zwillinge steht auch jetzt nicht unbedingt für die tiefgründigsten Gespräche, aber so ein bisschen für sich mal austauschen, sich ein bisschen beschnuppern oder auch Dinge machen nur zum Spaß. Ja, also wo nicht immer eine Riesenlogik dahinter liegen muss. Klar, Zwilling ist beherrscht von Merkur. Merkur steht für Intelligenz, für Tiefgründigkeit und für Wissen und das bleibt auch immer dabei. Aber manchmal will man auch was Flatterhaftes haben. Also so ein bisschen so wie
so eine Sommerbrise, die um die Nase weht und man muss jetzt nicht über alles nachdenken und nicht alles immer ergründen, einfach nur mal genießen und im Jetzt sein. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die Energie, die wir reinkriegen. Und dann gucken wir mal, welches Zeichen hier noch reinkommt. Ah, okay. Also besser hätte ich es nicht machen können. Zwillinge. Ja, also falls ihr es auch nochmal nachsehen wollt. Hier haben wir Zwillinge und das ist gefallen. Warte, so. Drittes Haus. Ja, also Zwillinge und drittes Haus. Also eigentlich könnte ich jetzt nur noch wiederholen, was ich eh gerade schon gesagt habe. Nämlich, dass hier was Neues aufgebaut wird. Oft sagt man ja, der Zwilling hat zwei Gesichter und viele sagen immer, das ist scheinheilig. Ich sage immer, je jünger die Seele, umso mehr trifft das zu, weil ich das Gefühl habe, dass Sternzeichen mit dem Seelenalter anders reagieren. Da ist mehr so ein Wachstum bei älteren Seelen. Also wenn du jetzt eine ältere Seele bist und bist Zwilling, dann hast du definitiv eher die positiveren Seiten als das, was ihm sonst so negativ nachgesagt wird. Man kann natürlich in das Negative auch rutschen, aber das ist nicht unbedingt immer gegeben. Und zwar hat der Zwilling auch so eine, es ist ja ein flexibles Zeichen, das heißt sehr anpassungsfähig. Das heißt, eine Situation kommt und man findet einen Weg, damit umzugehen. Und es kommt eine Veränderung und man findet auch da wieder einen Weg, sich da anzupassen oder das für sich irgendwie zu, sich anzueignen. Weil das ist ja das Wichtige, eine Situation ist immer nur dann unangenehm, wenn du dich gegen sie wehrst und nicht einen Weg findest, in der Situation irgendwie für dich zurechtzukommen. Und das kann der Zwilling sehr, sehr gut. Ja, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Beständigste. Ja, ist nicht die beständigste Basis. Aber hier geht es auch gerade nicht darum, Beständigkeit in der Form komplett zu schaffen. Ja, obwohl wir hier die Sicherheit drin liegen haben. Aber es ist so dieses, wir bringen ein bisschen, ja, so Aufwind. Da kommt so Aufwind. Du wirst getragen. Es wird von hinten geschoben. Ja, kennt ihr das, wenn ihr Fahrrad fahrt und ihr habt Gegenwind und ihr tretet euch sowas von die Beine in den Bauch. Und auf einmal habt ihr Rückenwind. Und wuff geht's. Einmal nach vorne, man muss schon fast gar nicht mehr treten, es gleitet einfach so. So habe ich das Gefühl, das kommt jetzt im nächsten Monat auf euch zu. Und das klingt, finde ich, hervorragend. Also wenn ich den Peil gezogen hätte, wäre ich wahrscheinlich so wie Yippie. Ja, aber es ist schön, weil man ist oft nur unsicher, weil man eben nicht weiß, was kommt. Und weil der Verstand das oft nicht einordnen kann, was kommt. Und der will immer 5000 Beweise, damit er sich ja vertrauen kann, ob das alles richtig ist. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn sich etwas unangenehm anfühlt, dann kann das auch die Intuition sein. Weil oft hat man Situationen, wo man sagt, ach, irgendwie, ja, ich mache das jetzt, aber es fühlt sich nicht so besonders toll an. Oder der Neuanfang fühlt sich schwierig an. Oft sind Dinge, die von der Intuition geleitet werden, die lassen einen anfänglich unangenehm fühlen. Nicht immer fühlt es sich alles total allglatt und super an. Die gibt es natürlich auch, die Momente. Aber es gibt auch Momente, wo du nicht richtig verstehst, was los ist, was jetzt eigentlich abgeht. Und du aber fühlst, du solltest es machen und es ist jetzt dein Weg. Und du kannst dir aber nicht richtig erklären, warum. Und es fühlt sich halt so, naja, mal gucken und ich weiß nicht, aber ich mache es einfach. Und ich denke jetzt mal nicht so nach. Und das sind die Intuitionsmomente, wo dein Bauchgefühl mit dir eigentlich kommuniziert und dir eindeutig sagt, das ist jetzt der Weg. Also nicht denken, immer wenn man der Intuition folgt, fühlt sich das immer total, total sicher und total bewusst und totota an, sondern es fühlt sich auch manchmal an, als ob man einfach nur fällt und nicht weiß, ob man gefangen wird, obwohl man eigentlich weiß, dass man gefangen wird, aber der Verstand will einem was anderes einreden. Und das ist das, du wandelst dich von der Unsicherheit zur Sicherheit, beziehungsweise das ist ein Prozess, den du da durchgehst und du baust, glaube ich, deinen Selbstwert auch wieder auf. Ja, wie gesagt, entweder in der Beziehung mit jemandem oder auch einfach nur bei dir selbst baust du dich auf und baust auch dein Selbstwert wieder auf, deine Fähigkeiten zu kommunizieren und auch dich der Welt zu zeigen. Der Zwilling ist auch so, ich sag mal, den Zwilling empfinde ich immer als bunter Vogel, der voller Farben und Federn und allen möglichen durch die Gegend flattert und man sieht ihn, man nimmt ihn wahr und man empfindet ihn als extrem angenehm, unterhaltsam und irgendwie auch so, als ob die Stimmung sich aufhält. Und so, das ist euer Peil. Also ein stimmungsaufhellender Peil. Okay, meine Lieben. Das war's jetzt zu Peil Nummer 1. Falls ihr euch noch einen anderen Peil anschauen wollt, schaut ihn gerne an. Falls du ein persönliches Reading bei mir buchen möchtest, kannst du es sehr gerne auf meiner Website machen. Da habe ich ja wie so einen Shop, wo du das einfach nur kaufst. Falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website gibt es eine Möglichkeit, mir eine Spende zukommen zu lassen, falls du PayPal nicht hast. Und schau gerne in die Kreativstunde bei mir rein.
zum Entspannen runterkommen und einfach mal relaxen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 2, ihr habt die lila Blume ausgewählt und wir gucken mal, was denn jetzt im kommenden Monat bei euch ansteht. Ha, interessant. Lila, lila. Ja, es geht also um eure Spiritualität, aber auch ums Gleichgewicht, Antworten zu finden auf Fragen, die ihr habt. Ha, es geht weiter, ne? Wir haben lila, hier haben wir auch so dieses Moos, lila, also es erinnert mich ja immer so an Lavendelfelder oder Flieder. Ja, auf jeden Fall mega cool. Also es geht bei euch darum, das Gleichgewicht zu erhalten, abzuwägen, was richtig für euch ist. Auch bestimmte Wege im Kopf mal durchzugehen, fühlt sich das richtig gut an? Ist das überhaupt notwendig? Oft lernt man ja auch, man muss das und das im Leben alles erledigen. Nicht immer muss man die Dinge erledigen, nicht immer müssen die Dinge auch genauso abgehandelt werden, wie das vielleicht jemand dir sagt. Du kannst ja oft auch deinen eigenen Weg gehen. Und der Phönix bedeutet eigentlich meist, dass du aus einer Situation kommst, wo du einfach gesagt hast, da verpuffe ich jetzt, da gehe ich weg, das mache ich nicht mehr, da habe ich keine Lust mehr zu und du erschaffst dich neu. Du warst wahrscheinlich auch schon ausgebrannt. Ich habe das Gefühl, so an mancher Stelle warst du ausgebrannt, weil du einfach keine Lust mehr hattest oder du konntest einfach nicht mehr oder das war einfach zu viel. Und ich habe das Gefühl, du wirst im kommenden Monat Möglichkeiten für dich anziehen, die dir helfen, dich immer weiterzuentwickeln. Ich habe das Gefühl, du... Also zum einen solltest du auch den Amethyst, wenn du einen hast, dir mal zu Rate ziehen, also im Sinne von den mal schön aufladen oder reinigen. Ja, bestimmte Steine sollte man unter Wasser immer reinigen. Nicht alle, also nicht Selenit und solche Sachen oder Katzengold sollte man definitiv nicht mit Wasser in Kontakt bringen. Es gibt auch noch ein paar andere. Also vorher bitte lesen, aber ein Amethyst kann man super ins Wasser geben oder auch so bei sich tragen oder auch, es ist definitiv wirksam für das dritte Auge, für den Kontakt nach oben. Du kannst das als Halskatze, als Armband oder was auch immer bei dir tragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil wir jetzt so viel Lila haben, dass es definitiv auch ein Zeichen für den einen oder anderen ist, das mal wieder aus dem Schrank zu kramen. Oder ihr habt es vielleicht schon irgendwo stehen, aber manchmal abzustauben, mal wieder sauber zu machen. Ja, weil ich kenne das ja mit Heilständen, stehen manchmal ewig rum und dann denkt man, oh, ich sollte vielleicht doch nochmal mich drum kümmern. Aber das könnte auch ein bisschen bedeuten, dass auch du bei dir gerade eine gewisse Reinigung vollziehst, weil ich das gerade wahrscheinlich erzähle, ist das wahrscheinlich auch nochmal so ein Teil, dass du jetzt im kommenden Monat bei dir ein bisschen aufräumst, entscheidest, wer noch mit auf deinem Weg gehen darf, wer dazu auserwählt ist, dich zu begleiten, wer nicht mehr deinen Weg geht. Ich glaube, es wird sich aber auch teilweise zeigen, dass manche Menschen nicht mehr auf deinem Weg sind. Ich fühle, dass manche von euch weiter sind als manche Menschen, die bei euch sind und ihr versucht, die manchmal wie mitzuschleifen oder mit hochzuziehen auf eure Ebene und das ist sehr erschöpfend und das macht sehr müde und es ist oft sehr kräftezehrend und da soll ich sagen, lasst das ein bisschen los, versucht lieber euren Weg zu gehen und dadurch Vorbild zu sein, als die Menschen immer hochzuziehen. Das soll ich euch auch sagen. Lasst manche in ihrem Leid und Kummer sitzen, nicht weil sie es verdienen, sondern weil sie manchmal nicht anders können. Ja, das heißt jetzt nicht, ihr sollt die im Leid sinken lassen, aber jeder von euch hat das bestimmt schon mal erlebt, dass man einer bestimmten Person helfen möchte und egal was man tut, es hilft nicht. Und da soll ich dir sagen, lasst es bitte auch zu, diese Person muss lernen. Das ist nicht deine Aufgabe, ihr die Aufgabe abzunehmen. Du musst es lernen, derjenige muss auch lernen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was den Phönix angeht. Wenn der verbrennt, ja, also der kann nicht einfach drum rum. Der verbrennt halt, um wieder neu aufzuerstehen. Der ist halt, der muss diesen Verbrennungsprozess leider durchleben. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ist, dass du wahrscheinlich manchmal auch Momente hast,
wo du vielleicht deine Gegenwart unbedingt anders haben möchtest, als sie ist. Oder du willst bestimmte Gefühle nicht fühlen, die unangenehm sind. Und da sollst du auch die Gefühle durchstehen. Und wenn sich das anfühlt wie Verbrennung, dann ist das, weil du gerade transformierst, weil du gerade was reinigst. Ja, Feuer reinigt. Jetzt nicht, dass du wirklich mit Feuer was machen sollst, aber ich sag so, energetisch passiert da gerade was, dass du dich irgendwie selbst findest, indem du die Schmerzen erträgst, die momentan sind. Leid, Kummer, Frustration, dass dich vielleicht die Welt drauf regt. Vielleicht regt dich was im Job, in der Liebe auf oder beim Körper. Lass die Gefühle raus, mecker ruhig eine Runde, find das alles doof, leide, bemitleide dich, fühl dich elendig, lass es zu. Vielleicht kommt noch Kram aus der Vergangenheit hoch, vielleicht weinst du dir die Tränen nur so raus und dann ist es weg. Ja, dann ist diese ganze Last weg. Und das heißt nicht, dass es nicht an irgendeiner Stelle wiederkommen kann, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der nächste Monat wird dich befreien. Befreien von vielen, vielen Lasten. Ja, du entwickelst dich noch oder die Situation entwickelt sich noch. Also nicht jetzt entscheiden, nur weil gerade bei dir vielleicht nicht alles picobello ist oder ne, deine Gefühle vielleicht ein bisschen am Rad drehen oder du ein bisschen aufgewühlt bist. Sachen können sich noch entwickeln. Du kannst dich noch entwickeln. Ich sage immer, solange wir nicht irgendwie unter der Erde liegen, ist alles noch möglich. Und deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken und total traurig sein darüber, sondern eher traurig darüber sein, weil du dich gerade traurig fühlst. Sei einfach traurig, aber denke nicht, dass diese Traurigkeit deine Zukunft sein muss. Ja. Ja, manchmal glaube ich, wenn man, ich kenne das aus Erfahrung, man hat zum Beispiel ein Gefühl, ja, man fühlt sich nicht so wohl und dann will man impulsiv unbedingt diese Situation verändern und trifft Entscheidungen, die eigentlich nicht gut für einen sind. Also jetzt als Beispiel, ich wollte in meinem Leben mal nicht Single sein und dann habe ich mich auf jemanden eingelassen, einfach nur, weil ich dieses Gefühl haben wollte, verbunden mit jemandem zu sein. Und dann war es aber eigentlich, ging es mir schlimmer als vorher und im Nachhinein musste ich das alles aufarbeiten und musste das alles ja, wieder reparieren in mir und da habe ich gemerkt, boah, wärst du einfach nur Single geblieben, dann hättest du dir den Mist erspart. Und das ist etwas, manchmal handelt man impulsiv, ja, sei es eine Beziehung, sei es ein, Kontakten mit Menschen, einfach nur aus der Einsamkeit heraus oder Dinge kaufen, konsumieren, das kann jegliche Form sein, dass du da ein bisschen aufpasst jetzt im folgenden Monat. Nicht nur, weil es nicht danach aussieht, dass es so gut läuft, automatisch zu denken, oh Gott, da muss ich schnell handeln, da muss ich schnell was machen. Weil manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist und dann wird es meistens besser. Und wenn wir dann in dieser Vorphase, also sozusagen man sagt, oh, ich will auf diesen Berg hoch und dann muss ich diese Strecke, diesen Berg hochlaufen und denkt, oh Gott, dieser Weg ist elendig, am besten gehe ich einfach zurück. Und man wäre aber so kurz knapp davor, an der Bergspitze anzukommen und diese wunderbare Landschaft zu sehen und diesen Moment des Erfolgs für sich auch zu haben. Und nein, man läuft zurück und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, wir müssen aber trotzdem auf den Berg und schon wieder musst du auf den Berg zu laufen. Und deswegen oft sagt das Leben, halte durch, mache weiter, gib nicht einfach mittendrin auf, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Man muss ja nicht 100% jeden Tag geben, es reicht ja, wenn man einfach nur 10% jeden Tag ein bisschen gibt, ja, für sich und für seine Vision und für das, was man haben möchte. Und es gibt wieder bessere Tage und das ist das, was dir auch hier gesagt wird. Ja, sei nicht feige. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Ne? Sei nicht feige. Renne nicht vor einer Situation weg, die gerade unangenehm ist. Versuche dich nicht irgendwie abzulenken, in Süchte zu gehen oder total abzutauchen. Das heißt jetzt natürlich nicht, du kannst nicht mal entspannen oder so, aber sei nicht feige, was deine Wünsche und Träume angeht. Wirf sie nicht über Bord, nur weil es jetzt nicht kommt oder jetzt nicht gleich sofort klappt. Also wenn der folgende Monat ein bisschen steiniger wird und nicht ganz so easy peasy ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht in den folgenden Monaten oder wie auch immer besser werden kann. Und deswegen durchhalten, nicht feige sein, weil der Phönix darf auch nicht feige sein. Der weiß ganz genau, irgendwann kommt der Moment, puff, da ist es vorbei und dann kommt er wieder. Und so fühlt sich das jetzt auch für dich an. Ich habe jetzt noch zwei Würfel. Ich dachte, da kann ich noch mal ein paar Infos rausziehen. Das sind Astro-Würfel. Und wir gucken erstmal, welches Haus das Ganze betrifft. Und dann gucken wir mal, welches Zeichen hier reinkommt. Oh, die 7.
Ja, also die Waage, das siebte Haus, es geht um Partnerschaft, es geht aber auch um Verträge, also es kann auch was mit dem Beruf zu tun haben, dein Gegenüber, und aber es hat auch was mit dem Gleichgewicht zu tun, ne? Weil die Waage steht fürs Gleichgewicht und so ein Pendel ist ja auch so, ne? Das hat immer so dieses Gleichschwingende oder man versucht wieder dieses Gleichschwingende reinzubekommen. Und das ist im folgenden Monat, glaube ich, ein großes Thema. Entweder die Partnerschaft, sich von einer Partnerschaft zu erholen, nicht vorschnell in eine Partnerschaft zu gehen, ja, noch ein bisschen Geduld mit sich selbst zu haben, noch ein bisschen abzuwarten. Und wenn man in einer Partnerschaft ist, habe ich das Gefühl, auch da zu gucken, dass man das vielleicht nicht vorschnell beendet oder vorschnell die Reißleine zieht, sondern auch erstmal zu gucken, okay, welche Probleme sind hier eigentlich möglich oder was stört mich eigentlich, was kann ich vielleicht noch klären. Ja, ich gucke nochmal, welches Zeichen hier reinkommt. Der Widder, ich kann es euch auch mal zeigen. Der Widder steht definitiv für die Erkenntnis, dass du deinen eigenen Weg gehen musst, dass du auf jeden Fall, also das Interessante ist, der Widder ist ja genau das Gegenteil der Waage, ja, vom siebten Haus, Widder ist ja erstes Haus, die liegen sich ja genau gegenüber. Und der Widder steht definitiv dafür, sich selbst zu verwirklichen. Und der hat nicht die größte Geduld, auf gar keinen Fall. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Impulsivität ein Thema. Und der Dickkopf. Aber man kann auch Ungeduld manchmal, wie soll ich das sagen? Ich glaube, wenn du jetzt in diesem Monat merkst, dass du an irgendeinem Punkt vorschnell handeln willst, denke immer, okay, das ist gerade die Widderenergie, die mich hier treibt. Ich halte die mal ein bisschen zurück, ich gehe mehr in die Waage-Energie, gucke mir die Situation mal aus einer Vogelperspektive an, wie sieht das eigentlich wirklich aus, reagiere ich vielleicht zu feurig, zu überreizt, und ich will nicht sagen, oh ja, hier, du hast keinen Grund zu fühlen, aber manchmal, wenn einen zum Beispiel auch Menschen zur Weißglut treiben, heißt es noch lange nicht, dass du mit diesen Menschen interagieren musst, dass du mit diesen Menschen reden musst oder den Menschen was sagen musst. Du kannst ja auch innerlich denken, pff, du kannst mich mal, oder das juckt mich nicht, oder wer bist du schon? Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, du sollst dich definitiv nicht ärgern lassen und du sollst dich auch definitiv nicht von dir selbst auch überrennen lassen. Fast so, als ob da, kennt ihr das manchmal, wenn ihr denkt, oh ja, das ist es jetzt, und der Verstand ist auf einmal mega glücklich und er will alles umsetzen und bum 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 machen und man merkt, irgendwie klappt es nicht so richtig, das Universum unterstützt es nicht so die ganze Zeit. Und du wirst wieder wie ausgebremst und dein Verstand ist dann super frustriert. Das liegt daran, dass du gar nicht hättest so schnell handeln sollen. Und das merke ich irgendwie. Gib dir Zeit im folgenden Monat. Ruh dich ein bisschen aus. Hab ein bisschen Geduld mit dir. Sei definitiv dir gegenüber nicht feige. Ja, was deine Wünsche und Träume angeht. Nicht alles nur, weil mal was nicht geklappt hat. Sei nicht so gemein zu dir. Ja, der Widder kann manchmal sehr stur und bockig sich selbst gegenüber auch sein und so wie, ach, jetzt habe ich das nicht hingekriegt, was ist das denn jetzt hier, da, und wird dann so meckrig, dass du da ein bisschen aufpasst. Also wie gesagt, das wird so ein Kampf zwischen ersten und siebten Haus, also das heißt ich und die anderen. Ja, siebtes Haus sind die anderen, erstes Haus ist ich, also du selbst. Das heißt, das wird eine Konstellation. Dieser Monat wird dich in der Form herausfordern, dass es immer wieder geht, was willst du, was wollen andere? Will ich auf das hören, was andere sagen? Fühle ich mich vielleicht komisch, schäme ich mich anderen gegenüber, kann ich mir selbst treu sein, also das wird eine Herausforderung, aber du wirst es managen, das ist das Wichtige, du wirst es managen, weil wir hätten nicht den Phönix, wenn du die Sachen nicht managen könntest. Es ist nur, dass man manchmal dazu neigt, Sachen gleich irgendwo hinzuwerfen und zu sagen, wenn es nicht klappt, mache ich es nicht, weil man irgendwie kein Vertrauen in sich hat, dass die Sachen vielleicht manchmal ein bisschen Zeit brauchen oder man einfach mal manchmal auch die richtige Energie vom Universum braucht, ja. Okay, meine Lieben, das war es jetzt zu Peil Nummer 2. Falls du dich noch zu einem anderen Peilchen gezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Ja, falls du ein Reading bei mir buchen möchtest, dann kannst du es sehr gerne auf meiner Website tun. Da habe ich wie so einen Shop, wo du es einfach nur kaufst. Falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox und auf meiner Website eine Möglichkeit, falls du kein PayPal hast. Und ansonsten schau gerne in die Kreativstunde zum Entspannen, Runterkommen und Relaxen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.
Hallo, Peil Nummer 3. Ihr habt die rosa-pinke Blume gewählt und wir gucken mal, was bei euch im kommenden Monat ansteht. Ja, Zentriertheit, Fokussiertheit. Also entweder habt ihr das Gefühl, die Zeit läuft nur so davon, oder ihr habt das Gefühl, die Zeit steht extrem still und nichts geht voran. Das kann vor allen Dingen auch im beruflichen Aspekt sein, dass ihr da euch, vielleicht wollt ihr endlich wissen, wo es hingeht, oder auf der Arbeit läuft es vielleicht gerade nicht so rund, oder Dinge stagnieren vielleicht ein bisschen. Es kann sein, dass das jetzt im folgenden Monat einfach immer noch so ein bisschen bleibt. Es geht aber nicht darum, dass das Leben dich bestraft und ihr sagt, oh, tja, Pech gehabt, sondern oft ist es so, wenn ein Bereich stagniert, also wie zum Beispiel der finanzielle, berufliche Part, wird gerade an einem anderen rumgedoktert oder du bist gerade im Begriff, was anderes zu reparieren. Das ist manchmal, wenn du zum Beispiel an deinem Selbstwert gerade arbeitest und dich selbst mehr annehmen lernst, kann es sein, dass beruflich es auf einmal ein bisschen mehr stagniert und du, wenn dieser Part wie erledigt ist oder diese Phase erledigt ist, geht der berufliche Part wieder nach vorn. Das muss nicht immer so sein, aber das kann sehr oft so sein und man sieht dann nur, oh, der berufliche Part ist nicht nach vorne gegangen. Aber eigentlich passiert im Hintergrund viel, viel mehr als nur der berufliche Part, den man gerade im Fokus hat. Ja, ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall eine Geduldsprobe. Aber du sollst auch lernen, in dich mehr reinzuhorchen, Fragen zu stellen, vielleicht eine Frage aufzuschreiben am Anfang des Monats. Und dann zu gucken, am Ende des Monats hat sich diese Frage gelöst, habe ich vielleicht eine Antwort am Ende des Monats bekommen. Wenn du beruflich vielleicht was ändern möchtest oder bei dir irgendwie eine Veränderung dir wünscht, dass du dir auch aufschreibst, was möchte ich vielleicht verändert haben, wie soll mein Berufsfeld sein oder wie möchte ich vielleicht finanziell oder so sicherheitstechnisch dastehen, was für einen Fokus habe ich, dass du das auch formulierst. Weil hier geht es definitiv auch um die Kommunikation mit dir selbst und deinen Geistführern. Dass du auch Antworten erhalten wirst in diesem Monat und dass dieser Monat hervorragend ist, um dich da auch in der Form mehr mit dir selbst vertraut zu machen und auch auf Zeichen zu achten. Und dass du, wenn du irgendwie denkst, es ist ein Zeichen im Laufe des Monats, einfach das mal aufschreibst und guckst am Ende des Monats, ob das irgendeinen Sinn gemacht hat. Also wie sozusagen dokumentieren, weil das Ding ist, wir werden geboren mit Bauchgefühl, wir werden geboren mit Geistführung, wir werden geboren mit Intuition, wir werden geboren damit, dass wir eigentlich die ganze Zeit verbunden sind. Dann verlernen wir es irgendwie, weil keiner ist wirklich mit einem trainiert und die Welt will, dass man logisch ist und da gibt es Vorgaben. Und auf jeden Fall muss man sehr oft auch lernen, gegen sein Bauchgefühl zu agieren. Gerade in der Schule, auch im Studium oder in der Arbeit, wo auch immer, sehr oft wird von einem verlangt, du machst das jetzt so, obwohl dein Bauchgefühl schreit, oh mein Gott, ich will es aber so machen. So, also verlernt man, sein Bauchgefühl zuzuhören und es ist wichtig, sein Bauchgefühl wieder lernen zu verstehen, dass man lernt, wieder diese Sprache sich zurückzuholen oder sich anzueignen, weil eigentlich kann jeder von euch diese Sprache, aber sie ist nicht geübt worden und jetzt ist es wichtig, das sich wieder anzutrainieren, indem man eben Dinge manchmal dokumentiert oder sich mehr beobachtet. Man kann Dinge auch ins Handy schreiben, ja, wo es keiner sieht, wo es keiner irgendwie nachlesen kann. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du jetzt mehr dich beobachtest und dich auch mehr schulst, weil viele von euch, die zum Beispiel beruflich eine Veränderung wollen oder beruflich vielleicht mehr Erfolg wollen, Beruf bedeutet, du hast der Welt etwas zu geben und du möchtest dich wohlfühlen bei dem, was du der Welt geben möchtest. Das heißt aber auch, dass du wissen musst, was willst du der Welt eigentlich geben? Kannst du der Welt das überhaupt geben? Hast du die Energie für dich und die Welt? Bist du gerade überhaupt an dem Punkt? Ja, sehr viele, die sagen, oh, ich möchte zum Beispiel dem und dem helfen, sind aber selber gerade in einer absolut schmerzhaften Phase und haben gar keine Energie. Also machen sie sich den Stress zu sagen, oh mein Gott, ich will beruflich endlich wie selbstständig sein, sind aber mental eigentlich gerade komplett überfordert und die Selbstständigkeit würde sie komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das ist etwas, da ist ganz wichtig, dass du dich da ein bisschen auf dich besinnst, ein bisschen runterfährst und denkst, okay, ich kann Vision haben, ich kann Wünsche haben, aber spricht meine Intuition mit mir? Wie redet sie mit mir? In welcher Form? Ja. Ich glaube, manche Ziele sollen momentan auf Eis gelegt werden. Nicht, dass sie nicht funktionieren, aber nicht diesen Stress machen. Dieses, oh, wann kommt es endlich? Wann kommt es endlich? Wann ist denn endlich soweit? Wann passiert denn das? Sondern
den Fokus woanders drauf legen. Guck, bei manchen ist es so, dass gerade vielleicht die Gesundheit wichtig ist oder Trauma verarbeitet wird. Vielleicht eine Freundschaft zu reparieren ist. Vielleicht Familienthemen aufkommen. Ja, und der Beruf ist ein Aspekt, der damit zusammenhängt, aber er soll gerade nicht im Fokus stehen. Weil ich habe das Gefühl, das wird letztendlich, alles, was du gerade lernst, alles, was du gerade verarbeitest, wird letztendlich dazu führen, dass du beruflich erfolgreich sein kannst und oder auch finanziell was reinbekommst, energetisch für dich. Aber du sollst gerade nicht den Fokus drauf legen. Ja, du sollst erkennen, dass du wertvoll bist, aber auch die Zeit. Die Zeit, wo nichts passiert, also scheinbar nichts passiert. Weil es interessant ist, sehe ich auch gerade, dass das hier so ein bisschen pink-pink ist, beziehungsweise eher so Rosenholz, Rosé, so ein Vintage-Rosé, dass du in dieser, dass diese Zeit, wo gerade nichts passiert oder nicht viel passiert, keine große Veränderung kommt, trotzdem eine wertvolle Zeit ist. Sehr oft sagen wir immer, oh, ich liege nur rum, in der Zeit passiert nichts, oh, es passiert nichts in meinem Leben. Wir brauchen auch die Zeit, wo nicht gerade was riesig passiert. Das hört sich immer blöd an, aber das ist wie, wenn wir krank sind, sagen sie immer, schlafen, rumliegen, schlafen, nichts tun. Und wir denken, oh, ich könnte in der Zeit aber das nochmal und das nochmal. Und der Körper kann aber nur reparieren, wenn der Körper ruht und wenn der Geist ruht. Und wenn da nicht permanent Adrenalin oder irgendwas anderes ausgeschüttet wird, was den Körper vielleicht verlangsamt. Und deswegen, das gerade ist wie so eine Ruhephase, in der du bist, mental, wo du dir keinen Stress machen sollst, wo du nicht dich fertig machen sollst, dass du vielleicht irgendwas nicht hinbekommst oder irgendwas nicht richtig schaffst oder ja, dass du vielleicht nicht gut genug in irgendeiner Form bist, sondern dass du einfach sagst, nee, ich höre jetzt auf damit so zu reden, ich bin wertvoll, ich bin toll, die Zeit, die jetzt hier kommt, nutze ich so, wie ich sie nutzen kann, wenn was nicht klappt, ist das auch in Ordnung. Ja, weil das ist nämlich auch das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Wenn du in einen bestimmten Beruf willst, willst du ja zum Beispiel, wenn manche sagen, oh, ich würde gerne Heilerin sein oder jemand, ne, der hilft. Du kannst nur Heilerin sein, wenn du weißt, wie du dich selbst heilen kannst. Du kannst nur Heilerin sein, wenn du weißt, dass man auch Phasen hat, wo nichts läuft, wo nichts klappt oder wo Phasen wirken, als ob sie unnütze wären und nicht wertvoll und nicht hilfreich. Und da bei sich ja, ehrlich zu sein und zu gucken und zu denken, oh, ja, okay, nee, ich sollte das auch lernen, damit ich das auch weitergeben kann. Ich sollte lernen, die Zeit für mich immer zu nutzen, vielleicht nicht immer mit dem Fokus, den ich habe, aber mit einem neuen Fokus, ja, dass du einfach sagst, okay, ich richte den Blick jetzt auf das Thema, was relevant ist. Es ist anscheinend gerade nicht der Beruf, also welches Thema ist gerade relevant? Welches Thema soll ich gerade angucken? Wo ist bei mir gerade sozusagen etwas begraben, was an die Oberfläche kommen darf. Und das ist nicht immer einfach, weil das damit zusammenhängt, dass man sich ehrlich gegenüber sein muss, dass man manchmal auch sein Ego durchbrechen muss, dass man manchmal auch mit anderen Menschen reden muss, die damit zusammenhängen. Nicht immer ist es angenehm, aber es ist etwas, habe ich das Gefühl, das beeinflusst deine Zukunft, was dein Beruf, dein Geld, deine Sicherheit angeht. Ja, und aber auch mit deine Fähigkeit zu heilen. Und es gibt ja unterschiedliche. Manche können mit Worten heilen, andere können mit Gesang, mit Kunst, mit Erzählungen, ja, mit dem Schreiben. Andere können das mit Berührung, mit Energien, mit Medizin, mit allem Möglichen. Ja, es gibt verschiedene Sachen mit Tanz. Jeder hat irgendwo eine Fähigkeit, andere zu berühren und andere ein Stück an ihrer Heilung also ihre Heilung beschleunigen zu können oder verstärken zu können. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein Part, der bei euch definitiv jetzt im kommenden Monat etwas, also da wird was angekurbelt, da wird etwas nach vorne gebracht. Und das wird euch aber auch zukunftstechnisch wirklich helfen. Ich habe hier noch zwei Würfel. Da schaue ich mal, das sind Astrowürfel. Ich schaue mal, welches Haus relevant ist jetzt noch im folgenden Monat und dann welches Zeichen. Neuntes Haus. Neuntes Haus ist Weiterbildung. Steht da für Ungerechtigkeiten aufzudecken,
Recht für sich einzufordern. Das können auch längere Reisen sein. Also falls jemand sagt, er geht einfach mal eine Weile woanders hin und reist für sich. Das bedeutet auch für sich einzustehen. Vielleicht auch, manchmal hat es auch was mit Behörden zu tun, dass du dich bei Behörden gerade durchsetzen musst. Vielleicht musst du Anträge stellen, vielleicht musst du irgendwelche Termine wahrnehmen. Das ist gerade relevant. Das hat jetzt auch eine Bedeutung und du sollst tiefer gucken, dass als nur den Papierkram, nur, dass es lästig und nervig ist, sondern auch gucken, hey, vielleicht hat das auch damit zu tun, zu lernen, sich durchzusetzen, zu lernen, ein Recht für sich zu beanspruchen, seinen Wert zu kennen und sich nicht unterbuttern zu lassen und auch für sich zu plädieren und auch hinter sich zu stehen. Das ist auch ganz wichtig. Kann aber auch bedeuten, du machst einen Kurs oder du lernst was Neues dazu, du besuchst ein Seminar, du bildest dich mental weiter. Es kann auch sein, dass du auf eine innere Reise gehst und vielleicht auch in deine Vergangenheit mal reist oder dich mit dir mehr selbst beschäftigst. Okay, dann schauen wir noch, welches Zeichen relevant ist. Ich meine, wir haben ja hier schon einen Steinbock, aber ich guck mal, was hier noch reinkommt. Fische. Ja, wir haben die Fische. Das heißt, es wird auch ein Monat der Ruhe und Isolation. Also es kann sein, ich zeige es euch jetzt mal kurz, na, ich hoffe, die Kamera kann es aufnehmen, dass du dich ein bisschen isolierst, dich zurückziehst, dass du dich aber, wie gesagt, auch mit dir selbst beschäftigst. Wir haben hier den spirituellen Anteil. Fische bedeutet, du verbindest dich mit dir selbst, mit deinen Ahnen, du verbindest dich mit deinen Geistführern. Ja, weil ich habe ja gesagt, die Kommunikation mit deinen Geistführern, das ist ein großer Part, der in diesem Monat wichtig ist, wo du auch wirklich Arbeit reinstecken darfst, wo du auch wirklich mehr Zeit investierst und wo du auch den Fokus drauf legen sollst, weil alles andere dann danach folgt. Das ist fast so wie, ich sage ja auch immer, dass das Jahr im Grunde genommen erst im März für mich wirklich beginnt. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen bei euch. Jetzt fängt erst alles an, sich langsam einzutrudeln und anzufangen. Und ja, seid nicht so stressig mit euch, seid nicht so fordernd, weil ich habe das Gefühl, ihr braucht definitiv Zeit. Und euer System würde sonst cracken, wenn ihr da zu viel pusht und zu viel macht. Und vertraut euch vor allen Dingen, dass diese Zeit auch was bringt. Und haltet durch, weil ihr seid am Wachsen. Und Wachstum fühlt sich immer unangenehm an. Ja, das ist etwas, was man nicht beschleunigen kann und was man nicht verstärken kann. Man kann in der Zeit einfach nur lieb zu sich sein und es nicht noch verschlimmern. Ja, indem man irgendwie gemein zu sich wird und ständig wütend ist und so weiter. Sondern hab Geduld mit dir, zieh dich ruhig zurück, wenn du deine Isolation brauchst. Vertraue dir, dass die Zeit alles dir zeigen wird, was du brauchen wirst in Zukunft. Und ja, lass dich ein bisschen aufs Ungewisse ein, aufs Nicht-Sichtbare, weil das ist eigentlich, was Spiritualität ist, dem Unsichtbaren zu vertrauen und automatisch sich selbst zu vertrauen und Antworten zu erhalten, weil du wirst welche erhalten. Ja, ich habe ja gesagt, schreib dir Dinge auf und du wirst am Ende des Monats sehen, dass da Antworten auch reingetrudelt sind. Okay, meine Lieben, das war's jetzt zu Peil Nummer 3. Falls ihr euch noch den anderen Peil angucken wollt, schaut die gerne an. Falls ihr ein Reading bei mir buchen wollt, könnt ihr es gerne auf meiner Website tun. Die ist wie so ein Shop und dann könnt ihr es einfach direkt kaufen. Falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit, falls ihr kein PayPal habt. Und ansonsten schaut gerne in die Kreativstunde zum Entspannen runterkommen und relaxen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.